Ich hab das Gefühl, dass ich voll in der Spur bin. Pina hier noch in der Spur und Mimi sind ein Herz und eine Seele. Das Hip-Hop-Girl aus Schifferstadt und die Bäckerei-Aushilfe aus Bergisch Gladbach entführen uns in ihr ganz eigenes Universum in Mimis und Pinas Welt. Heute herrscht Krisenstimmung, die 20-jährige Pina ist mit ihrem Aussehen nämlich ganz und gar nicht zufrieden. Diese Nase. Also so ein bisschen fett ist die schon, meine Nase, ne Mimi? Ich weiß nicht. Guck mal, du siehst das so nicht. Aber ich sehe das immer von der Seite. Von der Seite sehe ich so einen riesen Buckel, ey. Über Steffi. Steffi Graf. Siehst du es? Auf den ersten Blick sieht man das nie. Aber wenn man sich dann länger anguckt, dann fällt einem das schon auf. Ich hätte lieber eine kleine, feine, schmale Nase, mit der ich mich auf die Straße trauen kann. Ich habe so gemischte Gefühle dabei, sag ich mal. Ich unterstütze sie, weil sie meine Freundin ist. Andererseits finde ich es wieder doof, wenn man so bleiben sollte, wie man ist. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich mich daran gewöhne, wenn du eine neue Nase hast. Was ist, wenn ich die alte voll vermisse? Die, wo mich nachts immer sticht, wenn du dich umdrehst. Sehr taktvoll von der Freundin. Gerade solche Kommentare verstärken doch Pinas Nasenkomplex nur noch. Ich finde die nicht schön. Vielleicht habe ich auch Komplexe deswegen, aber ich finde die nicht schön. Aber wenn du eine neue Nase willst, dann machen wir halt eine neue Nase. Was soll ich sagen? Deine Nase wird dir erstmal gebrochen, ne? Ja. Dann wird sie gerichtet. Das weißt du ja, ne? Die brechen dir die Nase. Dann kommt so ein Bein und dann... Ja, bis ins Hirn hoch. Es wird ehrlich, es wird alles so gemalt, ohne echt? Scheiß. Ja, ich schwör's. Wenn du das willst, dann... Ja, will ich. Dann habe ich halt diese 2-3 Wochen oder vielleicht 2 Wochen, weiß ja nicht, Schmerz, dann habe ich aber eine schöne Nase. Von Dr. Mimi Sauer Geschichten lässt sich eine Beauty-Prinzessin wie Pina natürlich nicht entmutigen. Ja, ich such doch grad, Mann. Ich sag doch, desto mehr Nasen ich mir angucke, desto schlimmer wird das Ganze für mich. Die Hollywood-Nasen sehen doch sowieso fast alle gleich aus. Such dir bloß keine Nase aus und sag, die will ich. Frag den Arzt, was am besten zu deinem Gesicht passt. Eine kleine, schmale Nase von Britney Spears. Guck mal, da hat die eine schöne Nase. Nimm die von Claudia Schiffer, Mann. Die ist wenigstens sexy. Gar keine Nase mehr da. Der seine Fresse. Boah, Barbara Becker, der braucht voll den Trümmer im Gesicht hängen. Ja. Julia Roberts hat auch voll die Granate im Gesicht. So etwas nennt man Charakternase. Charakter aber hat Pina schon ohne Nase genug. Mir hat meine Nase eigentlich noch nie gefallen. Ich habe nie wirklich so diesen Drang danach jetzt gehabt, zum Arzt zu gehen und mich beraten zu lassen und ne. Das hatte ich noch nicht, bis jetzt. Schnell wird eine Beratung in der Düsseldorfer Ästhetikklinik vereinbart. Beim Bummel über die Kühe gibt es für die beiden Nasenfixierten nur ein Thema. Du hast mir das voll ins Hirn reingesetzt. Ich guck auch nur noch auf die Nase, ja? Fette Nase, hässliche Nase, kleine Nase, ja, dicke gemachte Nase, Nase, nicht gemachte Nase. Doch obwohl Mimi ihre Freundin unterstützt, sie bleibt skeptisch. Ey, ich finde, das sieht man sofort, wenn jemand operiert ist, ne? Ich schwöre, ich sehe das sofort, ehrlich. Und ich finde, und wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Ich laber auch immer dumm über die Leute, die sich operieren lassen. Ach, ich laber über jeden dumm, ist auch total egal. Wer halt nicht, weißt du, mit Schönheit geboren worden ist, weißt du, dem hält man ein bisschen nach. Also, freue dich doch einfach. Ich freue mich doch, ja, ich freue mich. Ich freue mich. Ich kann es nur nicht so zeigen. Denn insgeheim sieht Mimi ihre Freundin schon als Share 2. Ich meine, dann hat sie die neue Nase, vielleicht hat sie dann auch irgendwann neue Lippen, neue Titten, alles neu. Trotzdem wird es noch hübschere geben als sie. Ich hoffe, sie hat sich das alles nur gut überlegt. Eine Nasen-OP ist ein ernster Eingriff. Dr. Knoche schaut sich den angeblichen Problemzinken erstmal genau an und tritt prompt ins Näpfchen. Ist das bestimmt angeboren oder war da mal ein Unfall? Nein, die ist so. Die ist so. Die okay. Ist so. Dankeschön. Die Bäckerei-Aushilfe präsentiert das Riechorgan ihrer Träume. Es ist schwierig, auf ein Ideal aus einer Zeitung hinzuoperieren, ja. Sondern wir müssen die Nase auf dein Gesicht anpassen. Die Nase hat hier so einen leichten Höcker. Mhm. Also im Prinzip muss die Nasenspitze ein ganz bisschen zurückversetzt werden. Sieht schon besser aus. Ja, allein wenn man jetzt drauf drückt, das sagt die Freundin, sieht man schon, dass das schon ein bisschen besser aussieht. Dann werden noch Fotos gemacht für Pina. Die leichteste Übung, sie liebt Blitzlichtgewitter, aber nur selten das Ergebnis. Oh Gott, also wenn ich mir das bedanke, dann können sie bei mir auch noch ganz andere Dinge machen. Blöd nur, dass die Eingriffe alles andere als einfach und schmerzfrei sind. Weißt du, wie so eine Nasenoperation überhaupt funktioniert, wie das abgeht, was dabei passiert?
Ja, ich möchte es eigentlich nicht so genau wissen. Dann freue ich mich nachher. Darf ich aber die Ohren zu halten? Ich will darüber. Also ja. Ich finde, sie soll es auch mal hören. Ich habe Angst, ich will das gar nicht hören. Das ist eine richtige Operation. Also man muss sich einmal darüber im Klaren sein, auf was man sich einlässt. Also es ist eine Operation in Vollnarkose. Man schläft richtig und bekommt nichts mit. Mimis Schauergeschichten entsprechen der Wahrheit. Es wird bei der Operation ein wenig bluten. Ein wenig ist gut. Ja. Sehr gut ausgedrückt. Es kann eben sein, dass du doch recht ordentliche Blutergüsse unter den Augen bekommst. Also, dass du richtig dick geschwollene blaue Augen bekommst. Die können sogar so geschwollen sein, dass du... Aber ich werde noch was sehen können. Ja, aber vielleicht ein bisschen schwerer für ein paar Tage, weil sie wirklich schön zugeschwollen sind. Okay. Macht Pina einen Rückzieher oder überwiegt der Wunsch nach vermeintlich makelloser Schönheit? Dann einfach Nase zu und durch, ne? Das klappt schon. Das ist im Prinzip ein reiner Schönheitseingriff. Aber die Patientin leidet unter ihrer Nase und kann sehr deutlich beschreiben, welche Details ihrer Nase sie stören. Insofern ist der Eingriff gerechtfertigt, aber medizinisch nicht notwendig. Dann sehen wir uns zur OP. Dann darf ich euch rausbegleiten. Mhm. Die Termine können wir uns da vorne vorbereiten. Noch ist Pina in bester Stimmung. Sie ahnt nicht, welche Tortur vor ihr liegt. Boah, ich finde mich richtig erleichtert. So, da geht die Luft von woanders raus auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich bin schon gespannt. Ich zähle die Tage bis zum Tag. Lange muss sie zum Glück nicht zählen, denn der Operationstermin rückt schnell näher. Und morgen, Pinas größter Wunsch geht in Erfüllung. Und tatsächlich, sie ist nicht wiederzuerkennen. Und wie sieht sie aus? Super süß. Ja, ihr lügt da. Traum oder Albtraum, muss die glamouröseste Bäckereiaushilfe Deutschlands ihre Eitelkeit bitter bereuen? Morgen bei TAF. Ihre Kreationen fallen auf. So wird die ehemalige Topmodel-Kandidatin zumindest schon mal wahrgenommen. Noch ist ihr der große Durchbruch nicht gelungen. Doch als gebürtige Schweizerin arbeitet sie akribisch an ihr.